Herzlich willkommen zum Fazit zu Cthulhu Death May Die. Ja, zuallererst die Standardpunkte und zwar das Material. Ja, was soll ich da mehr sagen? Bessere Qualität geht vom Material her gar nicht mehr. Ihr habt Leinenfinish, wo man nur Leinenfinish haben kann auf dem ganzen Material. Ihr habt wunderschöne Miniaturen, kann man nur immer wieder sagen. Die sind wirklich perfekt. Ja, also wirklich eine sehr hohe Qualität in dieser Box. Es ist alles auch sehr schön verstaut. Ja, ihr habt auch einen schönen Pappschieber, mit denen ihr dann drei Miniaturen-Trays miteinander verbinden könnt, dass die nicht sozusagen auseinanderfliegen. Ja, das ist dann auch recht schön gemacht. Generell, wenn man die Box öffnet, sieht das schon cool aus. Einziger Wermutstropfen vielleicht. Bei aller Schönheit, wie das drin geil aussieht, finde ich es nicht optimal gelöst, dass die Planteile ja wieder einmal nur irgendwie sich in der Box bewegen können, ja. Das trübt die ganze Optik wieder ein bisschen. Hier hätte man sich vielleicht auch noch eine kleine Lösung einfallen lassen können, dass man die Box vielleicht ein bisschen höher macht und auch für die Planteile noch sich noch etwas einfallen lässt. Ja, aber alles in allem das Material in diesem Spiel grandios. So, dann Spieleranzahl. Ich habe es zu dritt gespielt, zu zweit und solo. Und soweit ich das sagen kann, es hat in jeder Spieleranzahl vollkommen überzeugt. Es war mega lustig, immer das Ganze zu spielen. Ihr habt wenig Downtime, ihr müsst viel miteinander diskutieren, da das Spiel ja auch schön taktisch ist. Solo auch traumhaft spielbar, weil die Charaktere sich nicht kompliziert steuern, aber dennoch jeder Charakter seine Eigenheit hat und sich das auch noch richtig schön anfühlt, ja, zwei unterschiedliche Charaktere zu spielen. Und wie gesagt, ihr habt da keine Handkarten oder so, wo ihr dann immer abwechselnd überlegen müsst. Nein, ihr habt alles schön auf dem Tisch und dadurch spielt es sich auch solo wirklich nicht anstrengend und sehr schön flüssig und natürlich sehr, sehr eingängig und leicht. Ja, und da kommt man richtig einen schönen Spielfluss. Ja, also Spieleranzahl finde ich auch top. Ich denke, dass es zu viert natürlich auch keine Einbußen haben wird. Ja, dann Thematik finde ich auch super. Ja, erstmals denkt man sich, als der Kickstarter da gestartet ist, ja, jetzt muss man Cthulhu töten. Das ist ja eigentlich normalerweise gar nicht möglich. Ja, wer sich auskennt, der weiß ja, das ist der übelste, Überboss, ältere. Ja, den kann ein Mensch ja gar nicht töten. Hier in diesem Spiel geht es natürlich doch. Warum? Weil die Ermittler selber auch wahnsinnig werden und immer stärker dadurch. Also hier hat man sich wirklich eine schöne Idee einfallen lassen, was sich thematisch da richtig cool anfühlt, ja, dass man selber immer stärker wird, weil man immer schlechter wird. Das finde ich echt geil gemacht. Ja. Da hat man sich echt Gedanken drüber gemacht. Das ist vom Thema her schon richtig toll. Das Artwork ist grandios, finde ich, das sieht toll aus. Ja, und wie vorher beim Material schon erwähnt, alles in allem ergibt das wirklich ein hochthematisches, cooles Spiel im Lovecraft-Universum. Auch diverse Mechaniken machen natürlich Sinn. Ja, vor allem, dass man die Gegner hier ziehen kann. Das ist natürlich auch sehr thematisch gemacht. Ja, man macht auf, ja, alle drehen sich um und folgen dem dann. Ja, ich finde das schon witzig von der Mechanik her. Und die Fähigkeiten der Charaktere sind auch nicht schlecht. Und was mir am meisten gefällt, das sind natürlich diese Sanatoriumkarten. Ja, dass jeder eigentlich irgendwie einmal in der Irrenanstalt war oder so. Ja, und dadurch, wenn er wahnsinnig einen gewissen Wahnsinnslevel hat, triggert der dann sozusagen sein Verhalten. Ja, das kommt dann durch. Und das ist eine geniale Idee. Das ist wirklich ein schöner, netter Twist in dem Spiel. Also, ja, ich finde es thematisch auch sehr, sehr gut. Von daher gibt es ja auch recht wenig Kritikpunkte eigentlich. Ja, man hat hier keine zusammenhängende Story, das dürfte nicht erwarten, was ich persönlich sehr, sehr positiv finde. Aber zu dem Punkt komme ich dann im allgemeinen Teil nochmal. Also Thematik, sehr schön, ja. Kann ich nicht viel aussetzen. Es gibt natürlich Spiele, wo es mechanisch, thematisch natürlich noch ein bisschen besser abgeht, aber nein, das Gesamtpaket ist ja wirklich, wenn man Cthulhu mag, dann bekommt man hier volle Cthulhu-Ladung. Ja, dann die Spieldauer. Hier schreibt man 90 bis 120 Minuten, glaube ich. Ja, 90 bis 120 Minuten. Endlich mal eine gute Einschätzung für ein Spiel. Das habt ihr definitiv. Aber wenn man den Spielaufbau hinzurechnet, ihr müsst nicht Regel erklären, dann kommt ihr definitiv auf 90 bis 100 Minuten Spieldauer. Vielleicht das mit vier Spielern dann auch ein bisschen länger, klar. Aber die Missionen sind schon so angesetzt,
dass die wirklich nicht ewig episch lange dauern, weil Cthulhu ja auch irgendwann mal das Spiel ausmachen wird. Ja. Also das finde ich auch sehr schön gemacht, wirklich angenehme Spieldauer. Man kann da sicher pro Abend 2 bis 3 Partien runterspielen. Ja, Preis-Leistung. Ich habe leider den Preis nicht im Kopf, was es im Handel jetzt kostet. Im Kickstarter war da so viel dabei, ja. Und da kann ich nur sagen, der Kickstarter hat sich hier voll gelohnt. Ich weiß, es gibt ja viele Simon-Hater und so weiter. Ja, manches mit der Firmenpolitik möchte man vielleicht nicht konform gehen, aber mit Cthulhu Deathmatch haben sie es echt wieder geschafft, ein tolles, tolles Spiel, das wirklich wieder einen schönen, netten Twist beinhaltet, rauszubringen. Und da muss ich sagen, war der Kickstarter wirklich voll in Ordnung. Ja, diese mega fette Stretch Goal Box, die man da bekommt, mit diesen Plastic Trays, mit den zusätzlichen Ermittlern, da sind so viele drin, ja, mit 2 oder 3 Bonus-Episoden. Ja, also und. Da hat sich das preis-leistungstechnisch richtig ausgezahlt. Ja, ich glaube, die Grundbox wird es an die 100 Euro kosten. Was ihr da drin bekommt, ja, ihr bekommt sehr viel Spiel, tolles Material und der Preis ist die Box wirklich wert. Ja, also da kann man nicht meckern. Ich würde da echt zugreifen, wenn euch das Spiel gefällt, dann ist es so für 100 Euro oder was es jetzt kosten wird, 100 bis 120. Ja, die Preise ändern sich ja ständig auch durch verschiedene Anbieter, wie gesagt. Daher gehe ich von dem Kickstarter aus und der Kickstarter hierfür hat sich wirklich absolut gelohnt. Ja, schaut mal vorbei auf der Kickstarter-Seite, dann seht ihr auch penibel genau, was man da circa bezahlt hat. Ja, also wirklich, der Kickstarter war wirklich toll. So, dann eine Zusammenfassung. Ich meine, ja, man muss da noch sagen, viele, viele versuchen, ja, das ist ja bei Simon auch so, Spieler für sich zu gewinnen, ja, indem man viele, viele Stretch Goals raushaut und so weiter, das Spiel vielleicht dann doch eher wieder durchwachsen ist oder sich gleich anfühlt als der vorige. Ja, ich habe jetzt, jetzt kommt wieder ein neues Zombicide raus. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, habe ich vorher noch gelesen, die News. Irgendein von George R. Romero, glaube ich. Ja, egal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Also es kommt wieder ein neues. Die Mail kam ja gerade raus. Jetzt gucke ich aber kurz mal nach. Ja, das muss ich mir jetzt echt mal ansehen. Und zwar Night of the Living Dead. Genau. Kommt jetzt ein neues Zombicide raus und das ist natürlich eben wieder das Gleiche. Das Thema wird viele anfixen. Es werden voll viele Stretch Goals rausgehauen. Es gibt ein paar neue Mechaniken wahrscheinlich. Ja, wird sicher ein tolles Spiel werden, denke ich mir. Aber trotzdem halt wieder Zombicide, ja. Und daher versucht man natürlich mit vielen Stretch Goals da auch Leute zu gewinnen. Aber hier bei dem Spiel, ja, hat sich das wirklich ausgezahlt. Die werden sicher sehr viel wert werden, diese Stretch Goal Box. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, da ranzukommen, dann absolut zugreifen, Leute. Ja, dann zusammengefasst. Es gibt nicht viel Negatives zu sagen darüber, wirklich. Also das ist wirklich ein geniales Miniaturenspiel. Warum? Beziehungsweise was macht es denn anders als die anderen Spiele, die ich so habe? Ja, das ist zum einen mal dieses beklemmende Gefühl, das man hat, je länger das Spiel dauert. Ja, am Anfang ist es dann recht seicht noch, da denkt man sich, okay, das geht schon, ja. Aber dann hat man so schöne Elemente, ja. Also nicht bei jeder Mission, aber wenn ihr die erste Mission jetzt verwendet mit den Feuertokens, das kennt man ja auch von The Orders. Und da gibt es ja auch die Mechanik, wenn man das Feld verlässt, dann triggern die Tokens. Und so ist das hier mit dem Feuer auch gemacht. Ich finde die Mechanik super. Ja. Jetzt habt ihr da ein wirklich schönes Koop-Spiel, wo die Mechanik eingebaut wurde. Und das ist wirklich toll. Ja. Dann bekommt ihr den Feuermarker, müsst natürlich dann die Verbrennung abhandeln. Und durch die verschiedenen Items pro Szenario und die verschiedenen Followers, die ihr habt, lernt ihr noch zusätzlich neue Fähigkeiten, die ihr haben könnt. Als Beispiel war das in der letzten Partie, hatte Manfred ein Item oder ein Follower, nein, ein Item war es, das erlaubt, dass man jeden Schaden, den man durch Feuer bekommt, einen Gegner zufügen kann. Ja, das ist irre, ja. Dann ändert er seinen Spielstil, sammelt voll viel Feuermarker zusammen in seiner Runde und versucht dann am Ende noch einen Gegner zu verbrennen. Ja, solche nette Überraschungen wird euch das Spiel bieten durch diese Equipment-Karten, die ihr dann noch ziehen könnt und zusätzlich euch noch spieländernde Fähigkeiten
bringen. Und das ist natürlich dann auch sehr geil gemacht. Ja, dann hat mir auch sehr gut gefallen, dass es mal, speziell wenn man die erste Partie spielt, das nicht kennt, dann befindet man sich auf einem Feld mit Tausenden von Monstern. Ja, ich habe es auch in meinem Erklärvideo versucht, das ein bisschen rüberzubringen. Auch Cthulhu steht dann da, man denkt sich, oh Gott, ich werde diesen Zug nicht überleben. Ja, mit diesen wenigen Leben, die ich noch habe, schaffe ich nicht. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es meistens so, dass ihr auch schon ein bisschen aufgelevelt habt mit eurem Wahnsinn und diverse Fähigkeiten freigeschaltet habt. Und dann passiert eben Folgendes, dass ihr die Würfel der Monster beeinflussen könnt, dass ihr mehr Verteidigung besitzt. Und die Würfel sind wirklich so fair gestaltet, dass man das durchwegs ein, zwei, dreimal überleben kann, ja, dass man sich hier in so einer Horde von Monstern befindet. Und das ist echt geil gemacht. Ja. Man denkt sich so, okay, man hat die Chance, es zu schaffen. Ja, die Chance ist ziemlich hoch. Aber wie krank sieht das denn aus? Das werde ich nicht die ganze Zeit durchstehen. Da braucht man dann Hilfe. Ja. Aber man schafft. Wenn wir da mal Zombies halt nehmen, du stehst in einer riesen Horde von Zombies. Ja, diesen Zug wirst du wahrscheinlich nicht überleben. In vielen anderen Spielen natürlich auch, ja. Und hier in Cthulhu Desmond Die haben sie es eben so gemacht, dass man so eine Horde auch locker mal überstehen kann. Aufgrund der Wahnsinnskills, die man bekommt. Und das erzeugt so ein beklemmendes Gefühl mit der Zeit. Das ist wirklich schön und kennt man so von anderen Spielen eigentlich nicht, ja. Das ist echt toll. Und dann gibt es auch noch den Faktor, dass man eben, die Mechanik finde ich toll, dass die Gegner mit einem mitlaufen. Das ist am Anfang ein komisches Gefühl, aber wenn man sich denkt, kennt man so ja auch nicht. Ja, man verlässt das Feld und alle gehen mit, was ja thematisch logisch ist irgendwie. Und da haben sie es geschafft, dass man auch die Sneak-Fähigkeit einbaut, mit der man so etwas wieder verhindern kann, weil man sich vorbeischleicht. Ja. Oder dass man gerettet werden kann. Ja. Das sind alle bei mir gestanden gestern in der Partie. Und dann hatten wir so viel Spaß, weil der kommt mit seiner Figur hoch, guckt einmal in den Raum, geht wieder zurück und zieht alle mit. Der so quasi, hä? Wer ist das? Auf ihn! Ja? Also das war echt toll. Sowas, genau solche Momente gibt euch das Spiel. Und je länger es dauert, desto mehr denkt ihr euch, das kann ich nicht mehr schaffen, das wird zu episch. Aber irgendwie geht es dann doch immer extrem knapp aus bis zum letzten, ja, und das ist dann schon toll. Also wirklich grandios. Dann die Vielfältigkeit ist auch super. Ihr habt hier 12 verschiedene Varianten, wie ihr das Spiel spielen könnt, weil ihr habt 6 Episoden, 2 Bosse in diesem Grundspiel. Das heißt, ihr könnt die Episoden mit den Bossen kombinieren und generell, ich habe die erste auch zweimal hintereinander gespielt. Es war dann mit demselben Boss aber und zwar trotzdem eine andere Partie, weil ihr ja nicht wisst, wie ihr die Karten zieht, ja. Aber trotzdem 2 Bosse mal 6 Episoden geben euch sozusagen 12 mal verschiedene Ausführungen, wie ihr das Spiel spielen könnt. Ja, hat man den Kickstarter unterstützt, gab es ja noch den Black Goat of the Woods. Dann gibt es eine Erweiterung, da nochmal 2 Bosse drin sind, glaube ich, ja. Bei den Stretch Goals die Episoden dazu. Also echt Wahnsinn, wenn ihr den Kickstarter gehabt habt, was ihr dann wieder Spielwert bekommt. Aber keine Angst, auch die Grundbox gibt schon richtig viel her. Aber das Schlimme ist, wenn man weiß, dass mehr Bosse existieren und Episoden, ah, und das Spiel fixt einen voll an, dann ist es schon gemein, wenn man nur die Grundbox hat. Aber trotzdem, die Grundbox, die gibt euch da schon richtig viel und tolles und reichliches Spielmaterial. Und ein tolles Spiel. Ja, also das ist wirklich schön gemacht. Man hat hier wirklich etwas anderes erschaffen als das ewige Zombie-Side immer. Ja, also das ist wirklich geil gemacht. Dann, was ich persönlich jetzt immer mehr voll schön finde, es ist ein Spiel, das keine fortlaufende Kampagne darstellt. Ja. Natürlich, wenn ihr die Episoden nacheinander spielt, dann ergibt das auch Sinn, ja, aber ihr müsst das nicht machen. Es ist so ausgelegt, dass jede Episode mit jedem Boss ein eigenes Spiel ist und nicht zusammenhängt. Ja, das ist echt toll gemacht, denn ich persönlich versuche jetzt auch immer weiter weg von diesem Kampagnenspiel zu rücken. Warum? Weil ich speziell auch als YouTuber die Zeit nicht habe, mich voll in eine Kampagne voll durchzusteigen. Ja, das letzte riesige Spiel, das ich gespielt habe, das war Gloomhaven, das haben wir fast voll durchgezogen. Ja, ich glaube, das waren 90%. Dann kam die Gruppe nicht mehr zustande. Ja, okay. Aber da bleibt halt wirklich viel Zeit von anderen Spielen liegen. Und
Ja, ich habe auch noch Tainted Grail gebacken, das war schon viel länger her. Das werde ich definitiv probieren, werde ich definitiv anspielen, wenn es mir gefällt, natürlich behalten. Aber es gibt ja jetzt so viele Kickstarter oder es waren so viele Kickstarter jetzt unterwegs, wo ich einfach so Osworn zum Beispiel, ja, da habe ich auch nicht mitgemacht. Also solche Kampagnenspiele irgendwie, die reizen mich jetzt gar nicht mehr so. Auch habe ich sehr viele Miniaturenspiele natürlich. Und von daher muss ich jetzt einen Platz suchen für Deathmatch. Und ich denke, Darklight Memento Mori wird Platz machen müssen für Cthulhu Deathmatch. Ja, alleine schon, weil die Box so riesig ist und weil ich nicht dazu komme, Darklight voll auszureizen. Ja, ich komme einfach nicht dazu. Darklight ist so ein ewig geiles Spiel. Er hat so viele Rollenspiele-Inhalte, dass ihr das Spiel wirklich unendlich oft spielen könnt. Weil dieser Rollenspielfaktor so Spaß macht, ja, das ist echt toll, aber ich habe die Zeit nicht dafür. Von daher wird Cthulhu Deathmatch jetzt auf dem Kasten den neuen Platz einnehmen und Darklight mit allen Extras wird einen neuen Besitzer suchen. Ja, abgesehen davon kann ich zusammengefasst nur noch einmal erwähnen, ein rundherum gelungenes Spiel. Ich habe schon Meldungen gehört, so wie, ja, Simon is back. Ja, was heißt Simon is back? Die waren ja nie weg. Sie haben nur immer irgendwelche gestreamlighten Zombie-Sites meistens rausgehauen oder ausnahmsweise sein Blood Rage-Ableger. Ja, da kann man nichts drüber sagen. Blood Rage, Rising Sun, geniale Spiele. Ankh wird sicher auch voll genial. Ja, aber so jetzt im kooperativen Dungeon Crawl-Sektor ist du Cthulhu Deathmatch was erfrischend Neues, sage ich mal. Ja, und was ich auch noch positiv erfahren heben möchte, ist der Einstieg ist brutal einfach. Ihr habt wirklich einfache Regeln in diesem Spiel und habt doch wirklich schöne, lustige, taktische Entscheidungen zu treffen. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, ja, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Als erstes Miniaturenspiel auf meinem Kanal, das ich auszeichnen werde, muss ich sagen, Cthulhu Deathmatch hat sich wirklich den Award verdient und zwar von mir gibt es dafür den Hot Die Award für. Ja, jetzt habt ihr die Explosion wieder gesehen, ziemlich fett das Ganze und ja, wie gesagt, Cthulhu hat sich's wirklich verdient. Ich liebe das Thema, ein schönes Spiel, das hier gemacht wurde. Kauft euch die Box, solange es noch verfügbar ist. Jagt die Stretch Goals Box und die Add-on Box. Es wurde ja schon diskutiert, ob sie die Erweiterung zu diesem Spiel überhaupt auf Deutsch rausbringen. Ja, also wenn ihr da gute Preise seht, absolut zuschlagen. Ja, hat mich echt gefreut hier. Die Auszeichnung wohlverdient. Richtig geiles Spiel. Wird neben Deep Madness den ewig Platz finden bei mir. Deep Madness, Cthulhu Deathmatch und der Klassiker Descent Second Edition habe ich auch noch. Das befindet sich im Keller aktuell, aber die drei werde ich wahrscheinlich nicht so schnell abgeben. Ja, das war's. Schöne Auszeichnung für dieses schöne Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn ihr noch keine Dungeon Crawler kennt, aber Cthulhu mögt, ja, haut euch das Spiel mal rein. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und das war's mit dem Fazit zu Cthulhu Deathmatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich noch ein bisschen schneller den Content nachliefern kann, ja, dann ein bisschen unterstützen auf Patreon vielleicht. Ja, wenn ihr das schon mitbekommen habt, ich versuche ja jetzt auch ein neues Equipment zu bekommen, neuer PC zum Beispiel, dass die Schnitte noch schneller gehen und damit ich euch noch bessere und noch schneller die Fazit und die Spielerklärungen nachreichen kann. Ja, hat mich wieder gefreut, ein tolles Spiel vorstellen zu dürfen und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Zum nächsten Spiel freue ich mich schon darauf. Bis zum nächsten Mal, euer Austrian Board Gamer. Ciao.